Hallo, Konfuzei, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Wir schauen uns zusammen heute wieder eine Folge Twitch Clips Germany in der React Time an. Die Folge ist die 182 bei den Twitch Clips Germany jetzt und die heißt Frankfurt-Offenbach. Das passt wunderbar, weil ich sitze in Frankfurt-Offenbach, es ist gar nicht so weit weg. Schauen wir uns also gemeinsam an, was es damit auf sich hat und was es so Neues in Frankfurt und Offenbach gibt. Ich habe Anmoderation verlernt. Ich zeig dir, wie das geht. Wir gucken jetzt ein Video. Ja, das war wieder mal Milchbaum in voller Farbe und live, wie sie lebt. Ganz kurz und bündig, wir schauen ein Video. Was anderes machen wir jetzt ja auch nicht. Aber ich fand es interessant, wenn man das als Twitch-Clip Germany-Vorspann nimmt, da müsste ich ja nicht mal singen, weil das kriege ich auch hin. Okay, machen wir weiter. Stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft. Oh mein Gott. Was war das? Ja, was soll ich dazu sagen? Ein singender Stern, der wackelt. Oh Gott. Hoffentlich hat das keiner gesehen, der Weihnachtszeug baut. Der könnte das nachbauen, dann haben wir das nächstes Jahr alle im Wohnzimmer stehen. Irgendwo bin ich ein Geek, obwohl man es mir nicht ansieht. Ja, aber ja, sieht man dir wirklich nicht an. Sieht man dir wirklich nicht an, so. Aber ich bin so ein Übel-Typ eigentlich, so. Übel? Eigentlich. Bist du ein Übel? Ja, aber ich komme so rüber wie so Frankfurt, Offenbach, aber... Aber davor, danach, wenn man mich so versteht, kommt so... also wenn das die Grundlage für diesen Titel war, dann kann diese Folge nicht gut werden. Definitiv nicht. Und ich habe ein bisschen mehr als verstanden. Und wenn man in Frankfurt und Offenbach nur verstehen würde, dann würdet ihr bei mir ja auch nur verstehen. So, rein, theoretisch. Aber das tut ihr ja nicht. Also, gucken wir weiter. Meine lieben Zuschauer, jetzt ist Screenshot-Zeit. Oh mein Gott, what the fuck? Ja, genau, what the fuck. Hallo, von dir möchte ich keinen Screenshot machen. Und wenn das im Spiel nun mal gewünscht ist, dann ist das eben so. Das gibt's in vielen Spielen so. Kameras, wo man sich dann selbst aufnehmen kann. Und ja, auch in meinem Lieblingsspiel gibt's das. Und, ich nutze es aber äußerst selten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde es eigentlich blödsinnig, aber es gehört dazu. Oh, der schreit ja au. Angriff der Killermikrofone. Da hat sie doch voll das Mikrofon, wenn ich das richtig gesehen habe, erwischt. Das tut mit Sicherheit doch schon relativ weh, aber es ist trotzdem lustig. Du musst aufspringen, damit du die Wurst fangen kannst. Ja, ich suche auch gerade. Leg die Würfel in die Öffnung oben im Spielkasten. Kann man das nicht auch so machen? Ja, kann man. Hast du ja gesehen. Also, ich muss sagen, ich habe dieses Spiel schon im Laden stehen sehen. Aber das wäre kein Spiel, was bei mir hier auf den Tisch käme. Ganz ehrlich. Also, ja. Ja, so ist das eben mal. Genau. Huch, Pferd! Pferd, wo willst du hin? Was? Was? Ja, also das war ein toller Ritt und ein noch besserer Flug. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ja, so kann's gehen. Ja, genau. Lass dich hüpfen. Oh, Leiche hüpf. Leiche hüpf. Ja, so ist das. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ansonsten Dings alles top. Also in Ordnung. So kann man das lassen. So hört man auch mich, wenn ich drüber rede. Ich habe nämlich, das muss ich auch dazu sagen, weil der Kistenkater, der hat sich aufgeregt. Ich würde immer so laut sein, wenn ich voll aufdrehe. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Limiter umgeändert. Der Limiter ist jetzt noch so eingestellt, dass ich einfach nur bis 10 komme. Also ab 10 Dezibel ist Feierabend, da kommt nichts mehr drüber. Und dadurch, dass ich natürlich dann auch noch in OBS das Ganze noch weiter runter geregelt habe, ja, komme ich noch weniger. Also
ich bin jetzt gut zu hören, das Video ist gut zu hören. Das war ein sehr makaberer Sketch gerade eben mit der hüpfenden Leiche. Wäre also kein Spiel für mich, aber gut. Aber wir können jetzt weitermachen, hören alles gut und das ist Pop. Ich lasse es. Natürlich, es wäre ja nicht Dubai, wenn es nicht Dubai wäre. Also es wäre ja nicht... Darauf habe ich gewartet, auf einen Spruch der Flipnoids als Spruch der Woche. Es wäre ja nicht Dubai, wenn es nicht Dubai wäre. Naja, ist ja auch klar, wenn es Frankfurt wäre, dann wäre es auch nicht Dubai. Ich meine nur so, also Paul mit dem Spruch, Daumen hoch. Ja, aber das ist unser Thema der Woche, es ist nicht Dubai, wenn es nicht Dubai wäre. Nein, es wäre nicht Dubai, wenn es nicht Dubai wäre. Genau, so, okay. Wenn nichts, könnt ihr ja nochmal nachgucken. I feel that. So, man schaut zu seinem 700-Sternzerstreuer. Sternenzerstreuwesen. Eventuell kommt im nächsten TCG dein Sternzerstreuer. Was auch immer. Sternenzerstreuer. Geil. Also ich möchte bei dem nächsten Star Wars Film einen Sternenzerstreuer sehen. Oh mein. Natürlich heißen die nicht Sternenzerstreuer, sondern Sternenzerstörer. Und ja, wobei ich muss immer mal sagen, das ist was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe. Das Imperium hat unheimlich viele Sternenzerstörer. Warum bauen sie dann eine riesengroße Raumstation, um Sterne zu zerstören? Ist das nicht Ressourcenverschwendung? Ja, und dann sind sie so dämlich, machen ein Löschlein rein, wo man Torpedos reinschmeißen kann, das Ganze in die Luft jagt. Und aus dem Ganzen lernen sie nicht einmal. Nein, sie gehen hin und bauen einen zweiten. Und den kriegen sie nicht mal fertig. So, jetzt habe ich gespoilert, das ist schön. Für die Leute, die es bis heute noch nicht gesehen haben, aber wer bis heute noch nicht die ersten, also die Episode 4 bis 6 geguckt hat, der hat irgendwie sowieso was verpasst. Oder ist viel zu jung. Abwaschen, ich hab... Ach, egal. Hä, das ist doch jetzt nicht giftig, oder? Woher schälen? Nein, ich schäle die doch nicht. Ich beiß einfach rein, oder? Oh! Sie ist jetzt wirklich eine rohe Kartoffel. Okay. Oh, das ist richtig ekelhaft. Stimmt. Hätte ich dir auch so sagen können. Oh, ich kotze gleich. Das hätte ich dir auch sagen können, dass das nicht gut schmeckt. Vor allen Dingen nicht nur, dass das nicht gut ist, sondern es kann auch gefährlich werden. Aber rohe Kartoffeln haben einen guten Stand, weil sie sind gut gegen Sodbrennen. Gistkader hat es gerade bestätigt. Und man sollte aber die Kartoffel vorher schälen. Also nicht die rohe Kartoffel mit Schale essen, weil unter der Schale ist eine Schicht, die ist im rohen Zustand giftig. Und das kann ganz böse enden. Also, wenn sie gekocht ist, kann man sie mitessen, klar. Kennt man ja von der Ofenkartoffel, oder von den Wedges. Aber im rohen Zustand bitte schälen vorher, dann könnt ihr die essen. Und dann ist die ganz gut. Hi. Fisch. Willst du diesmal mit meinem Poster sein? Ja. Wie bitte? Okay, let's go, lass irgendwen umbringen. Oh mein Gott. Nein! Ah! Nein! Der Schuss ging nach hinten los. Der Schuss ging aber ganz gewaltig nach hinten los. Ja, es sollte ja jemand getötet werden. Der Duck war einfach ein bisschen schneller als ihr. Also ein bisschen schneller reagieren, Reaktionszeit kann man noch dran arbeiten. Aber dann wird das bestimmt was, aber ja, okay. Er muss halt zusammenarbeiten. Was bitteschön war das jetzt? War das jetzt ein Erschrecker, weil es in Valorant getötet wurde? Das ist doch klar, wenn man sich so offen hinstellt und dann schießt und davor stehen, man steht alleine und davor stehen drei andere, dass man von einem garantiert getroffen wird, ist doch klar. Das sagt einem schon die Logik.
und sich dann erschrecken und dann so zusammenfahren, ich weiß nicht. Also da ist das, glaube ich, das falsche Spiel für dich, Mädel. Es regnet. Bei uns hier nicht. Der ist tot. Nein! Doch, doch. Siehst du, du hast es doch gesagt. Der ist tot. Und da stand es ja dann auch. He is dead. Dass du das warst, war natürlich das Blöde da dran, aber gut. Und hast du im Hintergrund vielleicht zufällig, nur so, weil das sich so anhörte, Reinhard May und Über den Wolken gehört? Weil das war so der Anfang so. Ich meine, hörte sich so an. Kennt man nicht. Ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin gut gemacht. Diese, also es steht dir auch so gut. Ihr steht dieses Kostüm. Wow! Oh mein Gott! Das ist in Ordnung. Alles raus, was keine Miete bezahlt, sage ich auch immer. Allerdings über den Stream sollte man da doch ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt weiß ich allerdings, was ich heute beim Stream vergessen habe. Mir was zu trinken zu besorgen. Ich stehe hier ohne Trinken. Ja, so kann es gehen. Mir ist nicht schon Zuschauer abhanden gekommen. Nein, ich habe auch zu wenig zu trinken. Also ganz, ganz blöde. Aber so ist es eben nun mal. Das ist auf jeden Fall ein Nudelstopper. Das ist, wie gesagt, wohl der neueste Hype aus Japan. Und zwar ist das eine kleine Figur, die ihr auf eure verschissenen Instant-Ramen-Nudeldinger stellt, damit der Deckel zubleibt, damit die Nudeln richtig ziehen können. Es ist no joke. Was ist das? Yuki! Mein Kissen! Also der Hund hat auch festgestellt, dass der Content nicht so war. Zumal sie zwar keinen Unsinn erzählt hat, aber es nicht sehr freundlich rübergebracht hat. Nur weil du das nicht verstehst, warum das in Japan gemacht wird, heißt das ja nicht, dass es blöde ist. Und wenn du keine Ramen-Nudeln magst, dann schaff dir doch sowas nicht an und red nicht drüber. Ramen-Nudeln sind geil, richtig geil. Und vor allen Dingen, wenn man sie richtig macht. Aber das kriegen die meisten halt hier nicht hin. Wie heißt... Ach, wie heißt denn das? Was ist denn dort? Lichtenstein. Hä? Belgien ist doch rechts von Deutschland. Nein, Belgien ist, wenn man von oben auf die Karte kommt, links, nicht rechts. Abgesehen davon, dass Belgien nicht rechts ist, sondern, konservativ. Also es ist links oberhalb von Deutschland. Gut, dann machen wir mal weiter. So. Follow car number. Ey, das ist nicht lustig. Scheiße, mein Glas ist gerade rausgefallen. Nein. Ihm ist das Glas aus der Brille gefallen. Dann war die Brille aber vorher schon nicht mehr in Ordnung. Das sollte man öfters mal kontrollieren. Also ich weiß das doch aus meiner Zeit, wo ich Brille getragen habe. Da habe ich auch öfters mal nachgeguckt, dass die das Ganze ist. Bei meinem Mann gucke ich hin und wieder nach, wenn er mir die Brille zum Saubermachen gibt. Manchmal, ich krieg das nicht hin, kannst du mir mal helfen? Ich helfe dann auch immer. Also es ist jetzt auch nicht negativ gemeint, dass er das nicht kann oder was. Aber manche Flecken sind halt nun mal so, dass da ein bisschen Geschick erforderlich ist. Und genau. Also, und da gucke ich dann auch nach, dass das alles so funktioniert, wie das sein soll. Also dass die Brille noch ganz ist. Hast du dir schon erzählt, dass ich einen Wald gekauft habe? Was, du hast einen Wald gekauft? Ja. Den ganzen Wald? Wow. Aber habe ich ja gar nicht. Aber mit reingemietet. Was? Und dann mache ich so weit. Was zur Hölle macht sie da? Was zum Geier hat sie da gemacht? Ja gut, jetzt braucht ihr jetzt nicht reinzuschreiben, dass sie da gerade das Ding abgeräumt hat. Das habe ich schon von selbst gesehen. Aber warum? Nur weil er den Wald nicht gekauft, sondern gemietet hat? Also Wald mieten ist immer was Tolles, man muss sich aber auch drum kümmern. Also falls ihr das mal so selbst im Sinn habt, einen Wald zu mieten,
Das kann man beim Forstamt des entsprechenden Landkreises oder der entsprechenden Stadt machen. Da kriegt man ein Stück Wald. Um das muss man sich aber kümmern. Und zwar richtig kümmern. Das ist keine Kleinigkeit, kann ich euch sagen. Das ist wie, wenn man sich in einem Kleingartenverein einen Garten mietet. Da muss man auch ganz schön viel Arbeit reinstecken. Manche Gartenvereine haben nämlich ganz schön harte Regelungen, was ihre Gärten angeht. Und das dann hinzukriegen, ja. Diese geile Ablenkung. Oh mein Gott. Was war das? Meine Ohren. Hallo. Wie kann man denn so ins Mikro schreien? Mann, Mädel. Ah, ja, das habe ich auch gerade gesagt. Autsch. Also jetzt müsste ich eigentlich wieder lauter machen, weil sonst höre ich nichts. Ah, das ist ja eklig. Im Übrigen, das war New World. Das könnt ihr jetzt am Wochenende, also heute noch, ich glaube bis morgen früh irgendwann, könnt ihr das noch spielen und zwar umsonst. Was ich gehört habe, lasst's bleiben. Was? Wieso sterbt ihr denn alle an einem simplen Fahrstuhl? Weil sie es können. Ich meine, was? WTF einfach nur. Haha! Jetzt wissen wir, warum die alle am Fahrstuhl sterben, weil sie zu dämlich sind, zu warten, dass die Plattform runterkommt. Oh Mann, man springt doch nicht in den Fahrstuhlschacht. Das macht man heute nicht, das hat man früher nicht gemacht. Und in den Spielen macht man das auch nicht. Außer man sieht den Boden, den hat man da aber nicht mal gesehen. Also völliger Unsinn. Also jetzt wisst ihr, wenn ihr Elden Ring spielt und findet diesen Fahrstuhlschacht, nicht reinspringen, davor warten. Ich sag's euch, ne? Das ist schon, schon wild. Ich glaube, Annika hat Spotify angemacht, als sie ihren Stream ausgemacht hat. Moment, sie hat Spotify angemacht, als sie den Stream ausgemacht hat. Was hat das jetzt damit zu tun, dass sie Spotify angemacht hat, wenn sie den Stream ausgemacht hat? Weil dann könntest du das ja eigentlich nicht hören, weil wenn du die Musik hörst, hast du Spotify angemacht. Abgesehen davon, dass es ein geiler Sound war, so zum Headbangen. Aber ja, also ich mache, wenn ich bei mir mal alles ausmache, was mit dem Stream zu tun hat, geht bei mir auch die Musik aus. Also zumindest die, die ich für den während des Streams laufen lasse. Jetzt gerade hat er es aber. Hier nochmal für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Och, ist ja, der mal süß. Oh, ist der niedlich. Aber du musst den jetzt nicht, ich bin gleich Schatz, wieder da. Den will ich gleich haben. Den will ich haben. Also wenn wir uns so einholen, den können wir kaufen. Ist das in Ordnung? Aber erst, wenn unsere Katze weg ist. So, und dann noch 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre weiter. Ja, was? Den Kerl will ich natürlich nicht kaufen. Ich meine den Hund. Eieiei, Männer, er sitzt drüben, schaut mir zu, ja, und kriegt nicht mit, was da läuft. Und Werbung läuft nicht, das würde ich sehen. Nein, das war kein Schneefuchs, das war ein Hund. Der hat doch keinen Schneefuchs. Der sah zwar aus wie ein Schneefuchs, das war aber kein, das war ein Hund. Definitiv, hundertprozentig, ganz sicher. Du weißt doch, Frauen und süße Dinge. So einfach. Aber mal weiter. Ah, Anne. Das war vorhin mein Vorschaubild. Ich dachte, wir sind das eigentlich los, dass ich solche Vorschaubilder habe. Nee, bist du nicht. Nee, bist du noch nicht, hast du ja gesehen. Wobei, mir fällt natürlich ein, wir können jetzt auch mit dem Hund lassen und wir kaufen uns einen Günther. Ein Günni ist auch nicht schlecht. Ich meine nur, da müssten wir zwar hier wieder umbauen ein bisschen, aber. Nee, Günni ist keine Bartagame. Aber eine Bartagame wäre auch was Interessantes. Zumindest wenn dann, wenn mal irgendwann unsere Katze nicht mehr ist, möge sie noch lange, lange leben. So 10, 15, 20 Jahre. Reden wir drüber, wenn es soweit ist. Aber da haben wir ja wohl noch eine lange Zeit, hoffe ich zumindest. Und falls das unsere Katze jetzt hört, solltest du dich wagen, in den nächsten 2 Jahren zu sterben, komm ich und hol dich zurück. Hey Anna, hat's dir heute schon jemand gesagt, wie hübsch du bist? Nein, Grumpy Ricky. Danke. Dann überleg mal, warum.
Der ging zu weit. Au, au, au. Das war fies. Oh, das war fies. Das war fies. Also so gemein muss man nur wirklich nicht sein. Das war wirklich jetzt fies. Nee. Also sowas machen wir nicht. Das ist gemein. Wenn das meine hier machen würde, wisst ihr, was ich mit der machen würde? Ich würde die Balkontür aufmachen, würde ihr einen Schubs geben und sagen und tschüss. Start in 3, 2. Los geht's. Ach du Sch... Da verteilt sich gerade meine Bremse. Ich würde sagen, das Raumschiff war nicht besonders gut gebaut. Da fehlten ein paar Schrauben, der Antrieb und das Vorderteil sind schon mal weggefahren. Der Rest folgt irgendwann nach. Hey, das war geil. Schatz, baust du auch solche Raumschiffe? Ich wette mit euch, dass Franzi, also Smash Lunatic, das gehört hat, aber unironisch. Weil Franzi ist so eine Schlager-Sauflied-Enthusiastin. Haben wir eine Antwort, oder was? Schlager, Sauf, was ist das? Was ist das schon wieder für ein Clip? Ori, 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 ey. Das ist sowas. Ich habe gerade eine Augenbraue gewonnen. Also ich sag mal so, wenn ich diesen Clip gekriegt hätte, jetzt so mal gesagt, irgendwann wird das vielleicht passieren, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Aber wenn ich so einen Clip kriegen würde, bei dem Lied würde ich auch mitsingen. Weil das ist cool. Also, ich bin jetzt nicht so die Schlager-Queen oder so, dass ich das jetzt mag. So, aber so manche Lieder aus der Richtung können sich gut an, die kann man gut gebrauchen. Und auch gut anhören. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Also, sie konnte ja so einigermaßen singen. Ihn hätte man rausschneiden können. Geht das nachträglich noch? Das ist jetzt hier kein Wettrennen, ja? Langsam. Alle Lichter ausschalten. Hey. Wie gesagt, so... Als hätte man es ahnen können. Du hast gesagt, Lichter aus. Also hat das hat dein Spiel gemacht, was du ihm gesagt hast. So, und dann Feuerzeug an. Es ist doch klar, dass da ein Geist erscheint. Da muss man sich doch nicht erschrecken. Ich fand's geil. Und unser Kistenkater auch. Ja, aber komm. Ich habe einmal einen Tisch kaputt gemacht und ein paar Strumpfhosen zerschnitten und verknotet. So schlimm ja, ist es jetzt. Du hättest mal aufs Haus angezündet, gell? Hab ich aber nicht. Nee, weil ich's gemerkt habe. Ja, gut. Ich habe Strumpfhosen verknotet, zerschnitten, den Tisch kaputt gemacht und fast die Bude angezündet. Aber ansonsten... Ja, du hast die ganzen Vorhänge runtergerissen. Du hast deinen Plattenspieler, du hast eigentlich alles immer kaputt. Also, wer solche Mütter hat, braucht keine Feinde mehr. Die merken sich alles und wenn man das dann über den Stream bringt, ist das natürlich richtig schön für die Community. Bei mir kann ich euch jetzt schon sagen, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Bei mir kommt sowas nicht. Ich würde meine Mutter nie anrufen und sie fragen. Erstens mal, die eine Mutter, die würde nicht verstehen, warum ich das mache. Die zweite Mutter, die ich habe, ich habe zwei Mütter von der Sorte. Ich habe eine echte und eine Stiefmutter, wobei die Stiefmutter war eher Mutter für mich als meine richtige Mutter. Liegt daran, dass meine richtige Mutter gemeint hat, sie müsste mit 7 Jahren auf mich verzichten und ich wäre nicht mehr interessant. Und nachdem ich ihr gesagt habe, was mit mir ist, war ich noch interessanter. Und ich warte jetzt seit über 10 Jahren auf einen Anruf, der zu Ostern kommen sollte. Jetzt könnt ihr euch mal Gedanken machen. Also, ob es diese Dame Mutter diesen Ausdruck verdient hat, ich würde sagen nein. Aber deswegen werdet ihr das hier nicht kriegen, weil mit dir habe ich keinen Kontakt mehr. Oh. Blacktail Requiem. Oh, Safe Point. Da ist nicht. Ah! Nicht kein Safe Point. Okay, kein Safe Point. Ich hab gelogen.
Das war kein Safe Point. So, jetzt bin ich vor lauter Schreck, weil ich so erschrocken war über diese Szene. Doch ein bisschen irritiert, aber gut. Also das war kein Safe Point. Man sollte erst gucken und dann Safe Point sagen, weil das passt dann besser. So, und das ist ein geiles Equipment, muss ich mal sagen. Und so einen Kratzbaum, wie da steht, so ähnlich zumindest, hatten wir auch mal. Ja, die Katze war musikalisch, sie wollte mitmachen. Und sie hat den Kratzbaum einen Millimeter verpasst, so würde ich sagen. Aber ist doch cool. Warum nicht? Lass die Katze doch mitmachen. Die hat einen guten Beat drauf. So, guck mal. Okay, Leute. Das, so soll die Pflanze aussehen. Mhm. Und so sieht sie aus. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist das Los von Content-Creatern. Die haben alles dunkel und da kommt kein Sonnenlicht rein und dann passiert sowas mit Pflanzen. Kann hier nicht passieren? Hier ist es nicht dunkel. Geschoss, ich dachte, das ist ein Wurfmesser. Okay, was ist mit unserer Karre los? Die fährt nicht. Du stehst ein bisschen blöd. Ja, gut, du stehst okay, ganz Argument, blöd. Du stehst mit dieser Karre definitiv ganz blöd. Ja, das erinnerte mich auch wenig. Sie würde auch irgendwo hinspringen. Das Lustige ist, sobald sie feststellt, wenn sie bei mir auf dem Schoß sitzt, sobald sie feststellt, ich mache irgendwas, was streamingmäßig ist, ja, dann ist sie ganz schnell weg. Also sie möchte nicht vor die Kamera. Warum auch immer. Und du bist eher Epic 1, stehe auf Epic 1. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich glaube, Far Cry 1 hab ich. Müsste ich mal gucken. Also wenn ich es hab, dann kann ich dir da helfen. lecker, der arme Kuchen. Der arme Kuchen. Achtung. Ja, hab ich. Oh, das ist fies. Noch einmal. Boah, ist das fies. Boah, denjenigen würde ich jagen. Jagen. Um mindestens 5 Mal ums Haus. Boah, der würde morgens aufwachen im Bett. Ich glaub mir, der würde so schrecklich aussehen. Oha. Ist die Differenz, kommt einem weniger vor, als bei den Spenden, dass die von 30 auf 20 runter sind. Das ist halt schon sehr, sehr heftig. Erst knusprig, dann zart. Auf Wolke 7 schweben, dann dahin schmelzen. Cheese trifft Chicken. Ein legendäres Match. KFC, legendär. Das ist die Werbung. Geil. YouTube. Entschuldigung, die Playlist hat Werbung. Ich muss noch einloggen. Ja, geil. Er überträgt Werbung. Ey, aber dafür kriegst du kein extra Geld. Ah, gut, okay, auf Steam, Primal ist schon eine andere Phase. Ich weiß, da sind Dinosaurier drin und du und Dinosaurier, das sind so zwei Dinge, die aufeinander getroffen und sofort gemocht haben. Matti, Suki Dingels, Mauki, Feine Katze, BG Katja und noch viele weitere Reacts zu den Folgen gibt's auf React Clips Germany. Link in der Beschreibung. Ja, mich findet ihr da noch nicht. Ich muss mal den Macher von den Twitch Clips Germany anschreiben, wie man da reinkommt. Würde mich auch mal interessieren, wie das funktioniert. Und ja, Mammuts gehören doch auch zu den Sauriern. Also jetzt mach jetzt nicht so ein Theater wegen den paar tausend Jahren oder 10.000 Jahren. Also es ist doch nur ein Witz. Also vor 65 Millionen Jahren sind die Saurier ausgestorben und vor 30.000 Jahren gab es die Mammuts. Also bitte, jetzt machen wir jetzt doch hier nicht so eine Welle wegen so ein bisschen Zeit. Ich verstehe gar nicht, warum Plätzchen so einen Hype haben. Da verstehe ich keinen Spaß.
Plätzchen haben deswegen so einen Hype, weil sie geil schmecken. Ich muss euch sagen, ich freue mich schon auf das Ende meiner React-Time heute. Nicht, weil es die letzte in diesem Jahr ist und ich dann erstmal ein bisschen Ruhe habe. Nein, das natürlich nicht, das ärgert mich eher. Nein, aber dann gibt's Plätzchen. Selbstgebackene. Ja. Ich gebe dir dann meine Nudel auf der Toilette zum... für deinen Mund. Was? Schluck. In welchem Kontext? In welchem Kontext habe ich das wieder gesagt? Ja, das, siehst du, Carillo, es wird immer wieder gesagt. Überlege sehr genau, was du wie wann sagst, wenn du auf dem Stream bist. Weil, wenn du das falsch sagst, dann passieren solche Dinge. Ja, genau. So, ja. Moschis. Moschis. Sieht ein bisschen sass aus. Ja, okay. Und tschüss. Jetzt ist es mal passiert. Geil. Genau. Ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Ja. Haltet eure Teller nie schief vor die Kamera. Das ist ganz schlecht, wenn das drauf liegt. Du musst einfach auf einen flachen Teller pinkeln und den Teller mit der Pisse einfrieren. Und diese Scheibe Pipi schiebst du dann unter der Tür von irgendwem durch. Dann hat der immer eine mysteriöse Pipi-Pfütze. Was war das bitte für eine komische Idee? Abgesehen mal davon, dass es eklig sowieso schon ist. Zweitens, ich möchte gerne deinen Tiefkühler sehen, ob du das wirklich gemacht hast. Und dann dabei sein, wie du das machst, dass du das in das Eisfach bekommst. Auf einem flachen Teller. Glaube ich, dass du das hinkriegst. Definitiv nicht. Ich winke noch ein bisschen den Usern da hinten, ne? Haha! Always 6 Karo. Ja, du wirst verlieren, du wirst verlieren, du. Ah! Nein! Ich habe so lange gewunken, dass er los. Oh Mann, wie dumm kann man sein? Oben steht's noch in der Ecke. 7 von 8. Da stelle ich mich hin, winke, dreh mich rum und renn durch. Aber bleib doch nicht stehen und warte, bis der letzte dran vorbei. Also, lerne diese Sachen zu lesen. Ist es wesentlich besser und sorgt dafür, dass du auch mal eine Runde weiterkommst. Und was ich auch noch wissen möchte, ist, kann ich diese Fallen eigentlich abschießen? So, mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Cool. Guter Trick. Also merkt euch, wenn ihr Terminator Resistance spielt, könnt ihr die Laserpointer abschießen. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob das gut oder schlecht ist, dass ihr das könnt. Das kommt halt darauf an, wer die da hingepackt hat. Ganz ehrlich, Leute, ich kann nicht mehr. Das hat mich echt alles aus mir... Das hat echt alles... Nein! Bitte sagt mir, dass das gespeichert hat. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher, du hast falsch geklickt und hast den alten Speicherstand aufgerufen. Das heißt, du darfst den ganzen Mist von diesem Speicherstand aus noch einmal machen. Ja, Freude kommt dabei auf. Ja. Hey, Dead by Daylight. Hab ich gesagt, du darfst gehen? Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Ich dachte, das ist das dreckigste Spiel für die dreckigsten. Das ist einer, der die böse Seite spielt und das überhaupt nicht kann. Also so sehe ich das zumindest. Seine Emotionen gehen massivst mit ihm durch. Oh, das ist fies. Das ist fies. Das ist, ja. Ja. Ein Schelm, wer Böses denkt. Nicht jetzt gut. Jetzt geht hier richtig so nach oben. Dann macht ihr einfach so ein paar Mal. Und dann machst du sie auf und dann geht sie immer noch nach oben.
Vorführeffekt. Vielleicht muss ich ja noch ein bisschen mehr so machen. Du musst warten, bis der Schaum sich senkt. Wer ihr klappt das? Das ist der beste Lifehack. Ja. Das ist der beste Lifehack, wenn es funktioniert. Bei dir hat es nicht funktioniert, also kein Lifehack. Ah, ja. Also an die Leute, die den Stream im VOD sehen. Freitag ist der 32. glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, es sollte stimmen. Am 32.11. Nee, warte, stopp, ich bin dumm. Oh nein! Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Den 32. November gibt's nicht. Es gibt gar keinen 32. im Jahr. Das zum einen. Zum zweiten, es gibt ja nicht einmal einen 31. November, weil der November nur 30 Tage hat. Heißt, wenn du das, wenn wir das jetzt so weiterrechnen, dann wäre es der 2. Dezember gewesen. Und somit den Nikolaus oder wie wir in der Schweiz sagen, Das war ein Alert im richtigen Moment. Ja, genau. So kann's gehen. Ja. Im Übrigen, die Alerts, die ihr hier jetzt bei mir seht, also die Donations, die seht ihr demnächst nicht mehr, weil es gibt neue. Ja. Ich weiß noch nicht, wie sie aussehen, aber es gibt neue. Gibt das Ganze nochmal eine Chance, ne? Eine Chance. Okay, wir müssen weitermachen. Das ist übrigens was man machen kann mit den Kanalpunkten. Bei mir noch nicht, das habe ich noch nicht eingerichtet. Also Kanalpunkte, ja, habe ich eingerichtet. Ihr könnt mit den Kanalpunkten auch so ein paar Sachen schon machen. Aber das habe ich noch nicht eingerichtet. Gut, weiter. Cooles Kostüm. Aber mal so richtig cool. Okay, ja. Ja. Ja, genau. Stuhl! Sie hängt fest. Let me go! Let me go! Please don't hold it anymore! Nee, der hält dich fest, der lässt dich nicht gehen. Definitiv nicht. Und ja, so ist das Dubai. Also, ich glaube, im Film dauert es auch noch ein bisschen, bis sie gehen darf. Genau. So. Ich frage mich jetzt nur, warum mir schon wieder ein Zuschauer abhanden gekommen ist. Fehlen quasi nur 3.900. Prost. Tschüss. Oben unten. Aber das ist jetzt, also, wie kann man denn so blöd sein zum Anstoßen? Also, ja, manche können es nicht. Und die meisten, die es nicht können, machen das so, dass es jeder mitbekommt. Also, so ist das nun mal. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah, jetzt funktioniert es. Jetzt mache ich den Mystery. Nein, meine Vase! Ja. Das K steht. Ja, wie dämlich kann man sein, Mädel? Man stellt doch nicht einen Kalender von der Größe mit dem Gewicht so dahin, dass er vorrutschen kann und etwas, das wesentlich leichter ist, wegdrückt. Also, ja. Das war das Thema Versuch fehlgeschlagen. Wir machen das Ganze bitte nochmal von vorne. Allerdings mit einer neuen Vase. Genau. Geht für Köln, oder? Sehr gut. Also, auf! Oh, oh, Digga! Oh mein Gott! Sagt mir bitte, dass ich jetzt nicht die Einzige war, die diesen Sketch nicht oder diesen Clip nicht ganz verstanden hat. Ich fand das jetzt einfach eher Verschwendung von der schönen Torte. Also, meinen Augen. Der davor, der war besser. Das ist fast ein Herz. Nee, das ist einfach nur ein dreckiges Loch.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Hier ein Strich und hier ein Strich und da. Okay, alles klar. Und garantiert nicht. Okay. Garantiert nicht. Nein, ich garantiert nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ich glaube, das ist bis jetzt mein bestes Werk. Evgaldis, hier bist du. Okay. Aber nein. Nein, definitiv nicht. Er hat dieses Bild jetzt nicht da gemalt. Und es war ein wenig surreal. Und es war definitiv nicht Ifraldis. Ja. Voll. Mit was? Jongliermesser. Echt? Hä? Wusste gar nicht, dass du beim Zirkus bist. Ich fahre. Oh, klar. Dann nehmt ihr einfach alles. Also, vorsichtig, in diesem Spiel regnet es LKWs, die dann behaupten, dass sie fahren. Gelb, Rot, Grün, Blau. Oh mein Gott, was? Ich bin ganz selber baff. Er sagt auch noch gelb, rot, grün, blau. Und spielt rot. Sagt aber gelb. Komisch. Okay. Erschrecken. Vor was hat sie sich jetzt erschreckt? Ich gehe jetzt. Und tschüss. Aber Moment mal, vor was hat sie sich erschreckt? Vor einer Tür, die aufging? Die man nicht mal gesehen hat? Ja. Wir können doch in Festerfick sein. Also super Urlaubsort, Festerfick. Da. Da bin ich gerne. Festerfick. Super. Da. Festerfick, da ist super. Da kann man gut Party machen. Okay, also ich weiß ja auch, dass es bei uns hier in Deutschland lustige Namen für Ortschaften gibt, wie zum Beispiel hier in der Nähe Linsengericht. Und so, ja, aber nee, also da würde ich nicht hinfahren, das könnte ich ja keinem erzählen. Die Leute würden ja sonst was von mir denken. Ja, habe nichts, genau. Das ist in NRW übrigens. Was macht der da? Autsch! das war definitiv nicht gesund, auch nicht für das Männchen aus Minecraft. Und ja, so ist das nun mal. Das geht nicht gut mit der Katze. Sag ich doch, das geht nicht gut. Katzen und Technik, zwei Welten treffen aufeinander und meistens geht's zu Ungunsten der Technik aus. Die Katze hat den Stream mal ganz massiv unterbrochen. Ich sag ja, ich bin froh, dass ich das bei uns so eingerichtet habe, dass das nicht so einfach passieren kann. Warte. Okay, seid einfach eiskalt in meinem Bauch drinnen. Manche Dinge verstehe ich nicht ganz. Andere Dinge muss ich nicht verstehen. Und die Dinge, die ich nicht verstehen muss, die muss ich mir eigentlich auch nicht in Clips angucken. Leider muss ich das jetzt hier machen. Und den Clip habe ich definitiv nicht verstanden. Weil was hat das mit ihrem Bauchklucker zu tun? In jedem Bauchklucker das. Huh? Ich habe plötzlich zwei. Wieso habe ich drei Geodreiecke? Ja, was denn? Also, das passiert, wenn das eine Geodreieck und das andere Geodreieck sich ganz doll lieb haben und ihre Winkel aneinander reiben. Ich hatte das letzte Woche ja auch in Aussicht gestellt, dass das damit zusammenhängt, aber man muss es doch nicht so verbildlichen. Oh mein Gott, ich bin am Paniken. Sprachausgabe Dialogfeld. Okay, Schaltfläche, Alt und O. Achtung! Änderungen, Fortnite Fenster. Das hier ist der Kistenkater, mein Mann. Für die, die ihn nicht kennen, ist auch auf Twitch unterwegs. Ihr seht, wenn ihr spielt und kriegt einen Tobsuchtsanfall, dann solltet ihr dafür sorgen, dass die Tastatur möglichst nicht in der Aufschlagfläche liegt. Ist bei mir jetzt hier der Fall. Ich habe genug Platz. Ich könnte davon wunderbar vor draufhalten. Mein Mann kann es bestätigen. Irgendwann bricht dir der Tisch dabei durch. Das kommt dann auch noch dazu. Obwohl, dieser Tisch ist sehr stabil.
Er ist sehr stabil. Er ist stabil. Man darf ihn nur nicht durch die Gegend drücken. Oh, Hähnchen. Papagei. Möchtest du mein Hähnchen werden? Mich lieben und nicht beißen, bis auf dass der Tod entscheidet. Das war eine deutliche Antwort von dem Papagei. Er sagte tschüss. Genau. So. Ja. Tschüss. Ja, er geht jetzt wieder. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum er hier war, aber schön war es trotzdem. Digga. Ich kann dich nicht hören. Hallo. Komm doch mal zurück. Also nicht du, sondern der Drache da in dem Spiel. Nicht, dass du jetzt nochmal zurückkommst. Weil du hast ja nichts gesagt. Ich könnte dich auch nicht hören, wenn du zu weit weg wärst. Also ist egal. Braucht ihr nicht zu verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Oh, das war die Lene. Ja, ja. Ja, ja, so kann es gehen. Deswegen habe ich zwei feste Lehnen, die sind an zwei Stellen angebracht und können nicht so leicht auseinander kaputt gehen. Das ist auch ganz gut so, weil sonst hätte ich, ja, genau. Was zum Geier machst du da? Bei manchen Leuten kann man von Glück sagen, dass die Kameras viel aushalten. Ja gut, okay, ich bin jetzt auch nicht die Schönste, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich schminke mich auch relativ selten, dass ich jetzt übermäßig toll dabei aussehen würde. Aber ich krieg's besser hin als jene Person da. Und ich weiß, es war ein Blumenkind, aber man kann es auch übertreiben mit dem Blumenkind. Oh mein Gott. Ich kann auch. Ist das eine Version von den Teletubbies? Ich meine, und Schatz, das hatten wir doch schon. Du kannst nicht Gott sein. Warum weißt du ganz genau? Weil dann kämen wir beide miteinander definitiv nicht aus. Also, das Singen war ja noch in Ordnung. Das danach? Nee. Jetzt müsste ich nur noch sagen, abonniert Twitch Clips Germany. Ja, genau, das sage ich jetzt auch. Und abonniert Twitch Clips Germany. Das ist nämlich ein so geiles Format. Das darf einfach nicht aussterben. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann macht es. Und lasst auch ein Like da. Das mache ich jetzt auch gleich, wie immer, damit ihr das seht. Also ich gehe jetzt hier drauf und dann gibt es ein Abonnieren. Brauche ich nicht, das haben wir ja schon öfters jetzt gehabt. Aber ein Like gibt es. Und dann machen wir das wieder groß, damit ihr das nicht seht, was als nächstes kommt. Genau. Ja, und weil ihr gerade dabei seid, wenn ihr hier auf YouTube unterwegs seid, da unten ist dann irgendwo auch die Möglichkeit zum Abonnieren und zum Liken. Wäre natürlich schön, würdet ihr nämlich meinen Kanal dort ein bisschen unterstützen. Euch kostet es nichts. Und ihr wisst ja, wie ein berühmter Kollege von mir sagt, abonnieren und liken macht schön. Und von mir kommt der Zusatz und beruhigt die Nerven. Genau. Gut. Und wenn ihr jetzt schon da unten unterwegs seid und Ideen, Anregungen, Tipps und so habt, die und vielleicht etwas, was wir mal reacten könnten, dann tippert das unten in die Kommentare. Ich gehe drauf ein und wenn es funktioniert, wird das auch übernommen. Ich hatte ja schon mal einen Vorschlag, den konnte ich leider nicht übernehmen, weil die Dame das nicht wollte. Aber ist halt so, muss man mit leben. Nicht alles darf man reacten, was auf YouTube unterwegs ist.
manches ist halt einfach gesperrt. So, gut. Aber mir bleibt jetzt nur zu sagen, das war für das Jahr 2022 die letzte React-Folge von den Twitch Clips Germany. Die zwei, die eventuell noch kommen, werde ich dann im nächsten Jahr nachreacten. Das verspreche ich euch also auf jeden Fall. Aber das war die letzte React für die Twitch Clips Germany. Deswegen sage ich euch jetzt einen guten Rutsch und feiert schön. Bis zum nächsten Jahr, eure Josie.